Einen wunderschönen Servus und Hallo heute zum 68. Notizblock. Ich habe leider heute wieder nicht so wahnsinnig viel Filmmaterial. Es ist eine kleine Zusammenfassung, es ist heute mittelviel passiert. Ich habe ganz viel organisatorischen Kram machen müssen, bin deswegen nicht aus dem Haus gekommen, habe echt nur vorm Rechner gesessen. Nichtsdestotrotz, heute Abend war Jens Diplomkonzert, für das wir geprobt haben, wo ich leider nicht großartig filmen konnte, weil ich selber auf der Bühne war und mitgemacht habe. Deswegen bin ich auch noch schick in Hemd und allem. Und ich habe noch nicht von ihrer Note erfahren, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal stark aus, dass sie das mit Bravour bestanden hat, weil es war echt ein schönes Konzert. Und ich denke, ihr könnt da mit Sicherheit einfach mal allen Jen quasi gratulieren zu ihrem bestandenen Diplom. Und sonst noch was von mir. Ah ja, ihr dachtet ja, ich bin verliebt, ne, in meine Gitarre. Ich habe hier gerade noch was Besseres auf den Tisch gekriegt, wahrscheinlich. Ja, noch eine andere Gitarre, die ich von meinem Gitarristen jetzt mal so zum Testen in die Hand gegeben habe, bekommen habe. Und das ist wieder eine sehr schöne Gitarre. Es ist auch eine Squire, wie man sehen kann. Aber um einiges älter und echt schon um einiges angespielter. Fühlt sich sehr gut an. Und ich werde sie morgen, wenn ich nämlich wieder in Dresden bin, mal neu besaiten und mal ein bisschen spielen. Mal gucken, wie das ganze Ding so klingt. Und da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Weil die fühlt sich sehr gut an, wie gesagt, die Gitarre. Die Liebe. Man kann nicht nur eine haben. Ansonsten, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel passiert. Einen kleinen Videoclip aus Berlin habe ich noch von euch, was mir auf der Straße aufgefallen ist. Bitteschön. Thema lustige Sachen in Berlin. Das hier ist ein Bestattungshaus. Ja? Ist generell echt nicht lustig. Aber was zur Hölle macht dieser V? Vogelstrauß meine ich natürlich. Im Schaufenster eines Sargdiscounters. Im Hintergrund ein Sarg, vorne ein V. Wir kümmern uns um ihre Angelegenheiten. Leute. Was, der V kümmert sich, der Strauß? Tja, so weit, so gut, das war's. Nicht wahnsinnig viel. Aber ich muss mal langsam aufhören, mich zu entschuldigen. Ich meine, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr es guckt. Ich freue mich, wenn ihr es guckt. Nun, wir sehen uns morgen wieder zur 68. Folge vom Notizblock. Wir nähern uns der 70, ist doch ganz schön krass, ne? Und wenn wir uns der 70 nähern, dann nähern wir uns auch schon ganz bald der 100. Puh, verrückt, hätte ich nicht gedacht. Und wenn wir bei der 100 sind, dann sind wir auch schon ganz schnell bei der 300, ne? Ah, will ich gar nicht dran denken. Also nichtsdestotrotz, wir sehen uns morgen wieder zur 68. Folge und bis dahin sage ich danke für die Treue. Oh, und ich habe eine Videoantwort bekommen. Ich habe eine Videoantwort bekommen und zwar von Stephen James und Miss You to Death hat er einen Song aufgenommen und hat den mir hier als Nachricht quasi geschickt. Schaut es euch mal an. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber ich werde es mir gleich anschauen, wenn ich den Blog hier hochstelle. Bin ich echt sehr neugierig und ich finde es immer total cool. Also wenn ihr irgendwelche Ideen oder irgendwas habt, schickt es mir, verlinkt es. Ich erwähne das auch gerne. So sieht's aus. Also dann, ich wünsche euch einen schönen Abend und jetzt aber wirklich, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Servus und Adios. Ciao.